habe da so einiges, um meine Freunde zu entzücken. Wer bei mir kauft, kann sicher sein, danke, dass er was für sein Geld kriegt. Alles, was ihr jemals brauchen könntet, habe ich hier für euch, gute Leute. Bietet die beliebten Musikanten. Thank you.
Nachbar zerkratzt eure Kutsche? Das Pferd eines gedankenlosen Rüpeln traf ihr euch. Wie kann es sein, dass er was für sein Geld für die Speisekammer. Kohl, Zwiebeln und Bohnen. Kommt und schaut euch meine Feinbrote an. Ah!
herunterzukommen. Heute bin ich extra großzügig. Hab ihn genau in Schusslinie. Das Boston Country Journal, das beliebte Nachrichtenblatt. Eine größere Auswahl an Brauereizubehör bietet kein anderer Melzer der Stadt. Wenn ihr was für euer Geld sucht, dann sucht nicht weiter. Ihr habt es gefunden. Hört ihr, dass in einem kommenden Tag Albany hat 7 Kolonien hinter sich geschafft? Um
einen Vertrag mit den Stämmen der Rohkost. Eine feine Auswahl frisch gesammelter Pilze. Es hat sich extrem ausgedehnt und dabei laut geblubbert. Das beste Grünzeug in der ganzen Stadt. Zwiebeln, Knoblauch, Süßkartoffeln. Danke nicht fürs Haggis. Wunder der Welt zu alltäglichem Preis. Frische und getrocknete Früchte aus Eigenanbau. Wunder der Welt zu alltäglichem Preis. Ich dachte immer, sie wäre ein braves Mädchen. Das ist aus, dass es durch illegale Geschäfte nicht klüger ist. Frische und getrocknete Früchte aus Eigenanbau. Die Bestatter stellen von den Frieden, die Gefährte Törde von den Diensten und alles, was dazu gehört, das Krieg ist, um meine Freunde zu entzücken. Fischer findet ihr bei Captain Hornbill. Ob Fischereiflotte oder Wochenendangler, mit Captain Hornbills Ausrüstung springen sie freiwillig aus dem Wasser. Hier wird der Warm zusammen überall geschätzt. In meinen Tagen sind es frei. Willkommen. Mehr Almanachseiten? Nicht wirklich. Eigentlich eher eine Abhandlung. Oh. Um was geht es? Die Vorzüge einer älteren Frau als Liebhaberin. Ehrlich? Das würde ich gern hören. Erstens und offensichtlich, sie sind weiser. Also ergeben sich viel stimulierendere Unterhaltungen. Und andere Dinge werden auch stimulierender. Mehr dazu folgt in einem Moment. Nun gut, das Argument mit der Erfahrung ergibt schon Sinn. Zweitens, vergeht die Schönheit, müssen Frauen ihren Nutzen vergrößern. Ansonsten werden sie verlassen und vergessen. Alte Frauen, die nicht sanft, mitfühlend und gut sind, sind eher selten. Das klingt etwas verallgemeinert. Ist aber wahr. Jetzt zu drittens. Ältere Frauen empfangen nicht mehr. Also schon wieder eine Sorge weniger. Tatsächlich verringert man auch das Risiko, sich etwas wie die Franzosenkrankheit zu fangen, da diese sich deutlich zeigt oder die Frau längst tot wäre.
Und wenn man doch ein Kind wünscht? Dann nehmt eine junge Frau zum Weib. Nehmt die ältere als Liebhaberin. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Mit dem Alter kommt Vernunft. Eine ältere Frau wird eure Indiskretion eher verheimlichen. Ja. Klingt, als wüsstet ihr wirklich eine Menge darüber. Und ich bin stolz darauf. Vielen Dank. Und jetzt der fünfte Grund. Bei jedem Tier, das aufrecht geht, führt der Mangel an Muskelflüssigkeit zuerst am höchsten Ort zur Veränderung. Das Gesicht wird hager und faltig. Dann der Hals, dann Brust und Arme. Die unteren Teile bleiben aber so drall wie immer. Wenn man also den Oberkörper einer Frau mit einem Korb abdeckt, ist unterhalb der Gürtellinie eine alte nicht von einer jungen Frau zu unterscheiden. Und da im Dunkeln alle Katzen grau sind, ist das körperliche Vergnügen mit einer älteren Frau mindestens genauso gut und meist besser, da alle kleinen Kniffe durch Übungen natürlich auch verbessert werden. Verrückter Bastard. Aber es ist wahr. Glaubt mir, ich muss es wissen. Ich habe viele ausprobiert. Das solltet ihr auch mal tun. Wie ein guter Wein werden sie immer besser. Wenn man sie allerdings zu lange alleine lässt, haben einige die Tendenz, sauer zu werden. Und das, mein Freund, ist eine sehr unschöne Erfahrung. In einem wohlgepflügten Feld arbeitet es sich besser, wisst ihr? Gibt es mehr? Aber ja, natürlich. Nun zu Punkt 6. Die Sünde wird kleiner. Nimmt man eine Jungfrau, übernimmt man auch Verantwortung. Da können ganze Leben ruiniert werden. Das Risiko gibt es bei älteren Frauen nicht. Und das führt zu siebtens. Junge Frauen tendieren zu Schuldgefühlen. Beklemmung und Unwohlsein gibt es bei älteren, erfahrenen Frauen nicht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, der wirklich außerordentlich einfach ist. Ältere Frauen sind sehr dankbar für jede Aufmerksamkeit. Ihr führt einen zwingenden Beweis, Mr. Franklin. Ich werde wohl selbst einige Proben ziehen müssen. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin euch übrigens zu größtem Dank verpflichtet. Warum? Ihr sprecht mit mir. Wisst ihr, ich habe zurzeit nur wenige Freunde hier in Boston. Und was habt ihr getan, um Unwillen auf euch zu ziehen? Es fing mit einer Karikatur von mir an, welche die Einheit vorschlug. Wie sonst sollen wir hoffen, den Franzosen zu widerstehen? Ich schlug etwas Ähnliches beim Albany-Kongress vor und sorgte so für einigen Aufruhr. Nun, ich frage mich, ob das Parlament wirklich unsere Interessen vertritt. Den Kolonien ginge es unabhängig und autonom vielleicht besser. Die meisten meiner Standesgenossen sehen das allerdings anders. Steht es denn wirklich so schlecht unter der Krone? Aber ihr habt euch schon die Antwort gegeben. Unter? Warum unter? Es sollte auf Augenhöhe sein. Steht Frankreich unter den Briten, die Italiener, die Preußen, die Spanier? Nein, oh sicher, vielleicht sind sie nicht immer einer Meinung und es kommt auch zu Streit, aber sie stehen auf demselben Boden. Und das sollten wir auch. Sind die Kolonien nicht nur eine Erweiterung des Königreichs? Eine weitere Grafschaft, wenn man so will? Nein, sind sie nicht. Sie sind Teil von etwas anderem, etwas Eigenständigem. Ich denke, es ist nur natürlich, Gleichheit zu wünschen. Wir lassen unsere Eltern zurück, unsere Kindheit, unsere Heimat und suchen unseren Platz in der Welt. Wenn das für Menschen zutrifft, warum nicht für Nationen? Ja, ja, ganz genau. Interessant. Aber ich habe euch nun lange genug aufgehalten. Bitte, lasst mich euch nicht von der Arbeit abhalten.